Sehr geehrte Damen und Herren, der Workshop vom 7.1. hatte uns einige technische Probleme. Sehr geehrte Damen und Herren, der Workshop vom 7.1.2019 hat uns einige Probleme bereitet. Erst einmal habe ich später anfangen können. Zum Weiteren haben einige die Einladung nicht bekommen. Und wiederum gab es keine Aufzeichnung. Und um das auszubügeln, möchte ich jetzt mit diesem Video die Aufzeichnung sozusagen nachempfinden. Und ich hoffe, ich kann mich an alles noch gut erinnern. Ja, fangen wir an. Natürlich habe ich mich gefreut, dass so viele Menschen uns gesundes neues Jahr gewünscht haben. So viel habe ich mich ja wirklich, so gut habe ich mich ja lange nicht gefühlt. Und ich bedanke mich bei allen und auf diesem Wege sollen die Wünsche zurückgehen, dass es ihnen auch gut geht. Und was mich betrifft mit dem gesunden neuen Jahr, da ist schon ein Teil in Erfüllung gegangen. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass ich sehr, sehr viele Meldungen bekommen habe, sehr, sehr viele Anfragen und den großen Teil möchte ich heute Abend hier in dieser Aufzeichnung Ihnen beantworten. Doch zunächst der wichtige Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, das kennen Sie ja schon. Das ist also wirklich hier die Pflichtkür, dass wir da nicht angreifbar sind und wir möchten da auch nichts falsch machen. Also die Methode hat sehr, sehr schon um sich gegriffen und wir haben eine ganze Menge neuer Anwender im Jahr 2018 bekommen. Und ich hoffe, dass es im Jahre 2019 so weitergeht und ganz besonders mit der Effektivität. Um noch besser die Fragen Leben ohne Krankheit zu vermitteln, gibt es ja den Informationsdienst ApiSmart. Da verweise ich auf die Seite ulrich-mdc.de/infodienst. Das ist ein Abonnement, was man buchen kann. Das ist nicht teuer und man kann auch jederzeit dort ohne Fristen wieder aussteigen. Keine große Verpflichtung also. Dort geht es um die Frage Leben ohne Krankheit. Hier im Workshop geht es um Agile Care. Und wenn wir daran denken, dass wir es auch notwendig ist, Spezialisten zu befragen, dann wissen Sie ja schon, dass ich fast das ganze Jahr über sehr, sehr eng mit Kooperationspartnern vereint neue Methoden untersuche, neue Methoden erkunde und auch durch den Besuch von Workshops, Zentren, durch den Besuch von Symposien dem entgegenzugehen und dem nachzukommen, dass sie immer auf dem Laufenden gehalten werden mit vernünftigen Methoden, die ohne Risiken, Gefahren und Nebenwirkungen existieren. Und wir haben hier schon eine ganze Menge Beiträge und ich kann Sie nur motivieren, auch das Abonnement, wer das noch nicht hat, abzuschließen. Durch Wissen kommen wir zu Leben ohne Krankheit. Durch mehr Wissen kommen wir zu mehr Leben ohne Krankheit. Und so hat sich auch das bewährt, dass wir ein Symposium durchgeführt haben im Jahre 2018. Die Tradition wollen wir fortführen. Und im Jahre 2019 wird es das Symposium Leben ohne Krankheit am 2.3. in Bad Saarow geben. Dazu ergehen an Sie noch die Einladungen. Und die Vorbereitung dieses Symposiums hat dazu geführt, dass eben viele Antworten liegen geblieben sind bei Fragen. Das möchte ich jetzt gern aufholen und möchte jetzt hintereinander das so vortragen, dass Sie dort eine Rückkopplung bekommen, beziehungsweise eine Einregung, je nachdem, ob Sie ein Frager sind zu der speziellen Frage oder nicht. Es sind ungefähr 19 Fragen und ziemlich genau 19 Fragen, die ich hier beantworten kann. Da gibt es erstens die Frage nach der Histaminunverträglichkeit. Dort habe ich leider nichts gefunden. Ich warte immer noch auf die Antwort von Spezialisten aus anderen international ansässigen
Zentren. Ich habe zur Histaminunverträglichkeit leider nichts gefunden, bin aber froh, Hoffnung, da demnächst eine positivere Antwort geben zu können. Zweitens, Krampfadern. Für Krampfadern empfehle ich die Anwendung A334. Sie müssen das ja sich so vorstellen, dass das eine Bindegewebsschwäche ist, also auf Zellebene ein Einstieg von Pathogenen, eine Disbalance von Parasiten. Und wenn wir diese Parasiten durch unsere Körperpflege mit Agile Care beseitigen, dann kann sich durch die Zellneubildung, und es gibt ja überall im Körper, bis auf die Tumorzellen, überall Zellneubildungen, kann sich das wieder dort ohne Krampfadern eine gute Wand, eine starke Wand, ein starkes Wandgewebe für die Venen bilden und dann sollten die Krampfadern weg sein. Ich bitte nur darum, dort geduldig zu sein, denn der Austausch einerseits der Zellen geschieht in großen Zyklen, nicht so schnell wie bei der Leber innerhalb von 16 Tagen. Es ist mehr. Ich kann Ihnen jetzt im Moment nicht genau sagen, wie groß der Zyklus ist, aber das können Sie auch wohl nachlesen. Und zum Zweiten ist es so, wir müssen die Pathogene erreichen und es kann sein, dass durchaus durch die Handelektroden das nicht so sicher ist. Hier und da sehen wir bessere Zugänge über die Handelektroden. Hier und da kann es aber sein, dass sie durch die Haftelektroden besser vorankommen. Und ich könnte mir vorstellen, Krampfadern sind an den unteren Extremitäten, dass man dort die großen Haftelektroden ansetzt. Haftelektroden gibt es im Shop. Bitte denken Sie daran, dass es ein Test ist und ich kann es nicht versprechen, dass es mit Haftelektroden besser ist als mit den hochwertigen Gold-Handelektroden. Norovirus habe ich leider keine gute Auskunft im Moment, muss ich noch passen. Ich hoffe aber auch hier, wie beim ersten, wie bei der Histaminunverträglichkeit, auf baldige Auskunft und Generierung der zuständigen Frequenzmuster in unserem Agile Care, in unserer Software. Diabetischer Fuß, dort ist, wenn ich das so lese, die A351 Wundheilung zu empfehlen. Das ist klar. Nur es kann im Zusammenhang mit dem diabetischen Fuß schon ein Infekt sein, eine Infektion oder noch schlimmer eine Sepsis. Und ich hatte ja schon in mehreren Beiträgen davon gesprochen, dass wir ganz erfolgreich waren bei Sepsis und haben mehrfach schon Amputationen der Füße oder ganzer Beine verhindern können. Also hier ist die Frage, wie weit ist es? Ist es eine Sepsis? Ist es eine akut fiebrige bakterielle Infektion? Dann muss man wissen, über Labors geht es relativ leicht zu bekommen, welche das sind. Geht es nicht um eine Sepsis, sondern nur einen diabetischen Fuß, dann reden wir über die Wunde und setzen A351, also Quellcode-Index A351 mit der Anwendung Wundheilung ein. Beim grauen Star, da empfehle ich die 310, also A310. Star grauer heißt die Anwendung, hat schon relativ viele gute Rückmeldungen bekommen. Und jetzt ist ja hier eine Aufzeichnung. Ich kann nur sagen, dass auch da eine positive Rückmeldung schon von Anwendern, die zu dem Workshop am 7.1. teilgenommen haben, gegeben wurde. Und ich habe auch eine ganze Menge von positiven Rückmeldungen. Prostatavergrößerung, hier empfehle ich, also der Punkt 6, Prostatavergrößerung, hier empfehle ich die Anwendung mit dem Quellcode-Index C1322. Prostata Enlarged heißt das. Setzen Sie das ein. Auch hier wieder die Frage, probieren Sie Handelektroden, probieren Sie Haftelektroden, seien Sie geduldig. Ich habe erfreulicherweise von denjenigen, die das über längere Zeit gemacht haben fast ausschließlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Die Prostata hat sich also dann zum Glück verkleinert. Und damit verschwanden die üblen Nebenwirkungen einer Prostatavergrößerung. Aglicare selbst hat ja keine Nebenwirkungen. Siebentens, Trigeminusneuralgie. Diese fürchterliche und sehr, sehr schmerzhafte Erkrankung, Nervenentzündung, Nervenerkrankung. Hier empfehle ich die Anwendung mit dem Quellcode-Index A372. Falsch, Entschuldigung. Quellcode-Index A327. Ich wiederhole A327. Und die heißt Trigeminusneuralgie. Das wäre sozusagen der Ansatz mit Agile Care. Ich weiß aber, dass
wir mit Trigeminusneuralgie sehr, sehr gute Erfolge schon hatten und vielfältige Erfolge hatten bei dieser schmerzhaften Erkrankung mit Wevotum Premium. Deshalb, wenn Sie mit Agilcare nicht zurechtkommen, legen Sie dann ein Wevotum Premium zu. Dort haben wir, ich kann mich gar nicht erinnern, dass mal eine negative Rückmeldung kam, haben wir nur positive Rückmeldung bei dieser schrecklichen Trigeminusneuralgie. Trigeminusneuralgie ist ja eine ganz, ganz schlimme, schmerzhafte Erkrankung. Und weil viele Menschen diese Erkrankung nicht mehr aushalten, gehen sie dazu über, sich umzubringen, also sich zu suizidieren, weil sie wirklich diesen starken Schmerz nicht aushalten können. Also probieren Sie es mit Agilcare A327, Trigeminusneuralgie. Wenn das nicht helfen sollte, Sie müssten relativ schnell einen Effekt haben, dann nutzen Sie Wevotum Premium. Das hat sich gegenüber der Trigeminusneuralgie schon sehr, sehr oft als Schlachtschiff und erfolgreiches Schlachtschiff erwiesen. Achtens, Herzstärkung. Hier empfehle ich A137 Herz. Und mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Da gibt es auch recht gute Rückmeldungen über die vielen Jahre, wo ich dieses Programm schon bereitgestellt habe. Neuntens, Neurophenie oder Mittelohrentzündung. Hier ist zu empfehlen C1128, also Quellcode-Index C1128. Und die Anwendung heißt Otitis Medium. Bitte nutzen Sie das. Auch da müssten Sie relativ schnell eine gute Erfahrung machen können, wenn es hilft. Sollte es nicht der Fall sein, verweise ich auf meinen Shop. Dort biete ich das Produkt Agilcare Ohr an, also auch eine nebenwirkungsfreie und völlig gefahrlose Anwendung von in dem Falle Laserenergie. Die wird ins Ohr geführt und dann wiederum nach meinen bisherigen Erfahrungen, und zwar 100%, dass innerhalb von 15 bzw. 30 Minuten die Mittelohrentzündung zurückgegangen ist mit den fürchterlichen Symptomen. Das habe ich auch mehrfach überprüfen lassen. Zum Glück gehört ein Enkelkind von mir auch dazu, da wo es gleich sehr gut geholfen hat. Also ich verweise, wenn es nicht hilft, mit C1128 zu arbeiten, mit Agilcare, verweise ich auf Agilcare Ohr, siehe shop.schmerzen-was-tun.de. Diabetes, Blutzucker, das war die 10. Frage, die innerhalb der letzten 3 Wochen gekommen ist. Und zwar war das jemand, wo das Diabetesprogramm nicht angesprochen hat. Und da habe ich das empfohlen, die Anwendung mit dem Quellcode-Index C1229 durchzuführen. Da geht es um einen Parasiten, der ein Rundwurm ist. Ich habe mich ja vor vielen Jahren schon damit beschäftigt und sehr, sehr viele Diabetesfälle gehen auf einen Rundwurm zurück, wenn nicht sogar vielleicht alle. Und hier habe ich schon eine Rückkopplung bekommen von der Anwenderin aus Hamburg, dass es schon sehr gut geholfen hat. Was heißt helfen? Wir messen sozusagen nach der Anwendung den Blutzucker und sehen, dass das sich reguliert. Soweit also die ersten 10 Fragen. Gehen wir auf die nächsten 9 Fragen ein. Da gibt es die Frage nach Luftnot und dort habe ich die Empfehlung gegeben, C mit die Anwendung Breathing Deep. Das ist die Anwendung mit dem Quellcode-Index C183. Hier habe ich auch schon eine Rückkopplung bekommen, und zwar direkt in diesem Workshop, dass das schon gut geholfen hat, hat ein Anwender hier im Chat das eingetragen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich empfehle also bei Luftnot Breathing Deep, die Anwendung mit Agilcare entspricht dem Quellcode-Index C183. Der Borna-Virus, nach dem gefragt wurde in der 12. Frage, da habe ich leider noch nichts, bin aber auch dort weiter auf der Spur, um vielleicht über internationale Kontakte dort zu einem wirksamen Frequenzmuster zu kommen gegen den Borna-Virus. Ehlers-Danlos-Syndrome, das war eine Frage, die Nummer 13. Hier kann ich versprechen, dass es im neuen Setup, was ich hoffentlich noch heute am 8.1.2019 schaffe, dass das dann mit eingebaut ist. Ich hoffe, dass ich das zeitlich schaffe, bin aber sehr zuversichtlich. Staphylococcus aureus war die 14. Frage und zwar gab es dort Resistenzen. Und da habe ich empfohlen, die Anwendung Staphylococcus aureus
unterstrich HC mit dem Quellcodeindex 1474. Also bei Resistenzen einsetzen, also bei Resistenzen gegen den über dem Staphylococcus aureus einsetzen, die Anwendung mit dem Quellcodeindex C1474, Staphylococcus aureus unterstrich HC. HC steht für Human Current. Die 15. Frage. Da ging es um genetisch bedingten Haarausfall, und zwar eines 15-jährigen Mädchens. Und genetisch bedingt wurde damit begründet, dass dort die Mutter und die Großmutter das auch zur selben Zeit hat. Und ich bezweifle allerdings diesen Zusammenhang zur genetischen Bedingtheit, weil es oftmals so ist, dass man das nur annimmt, dass es genetische Gründe hat. Denn, und es wird gar kein Genlaborbefund eingeholt. Und es wird einfach so, sagen wir mal, angenommen. Ich bezweifle das. Ich nehme eher an, dass es dort wichtig ist, die gleichen Lebensumstände oder dieselben Lebensumstände. Und denke dort, ich habe das hier reingeschrieben, an Gifte. Und denke dort, dass zuerst entgiftet werden sollte. Entgiftet über die Programme, die zur Verfügung stehen mit Agecare, aber auch entgiftet mit Zeolit, was meines Erachtens sowieso immer dazu gehört. Soweit das also meine Vermutung. Und als Beispiel zum Beispiel das Programm Mercury. Mercury ist der englische Begriff für Quecksilber, dass man sozusagen darüber entgiftet oder die anderen Entgiftungsprogramme auch einfach testet, ob das gut funktioniert. Sollte allerdings ein Genlaborbefund vorliegen, dann stimmt, dass das Gen genetisch bedingter Haarausfall ist, und dort auf dem Gebiet habe ich noch keine Erfahrung. 16. Frage: Magen-Darm-Infekt, Erbrechen und Durchfall. Dort habe ich empfohlen, und das ist eigentlich immer auf fruchtbaren Boden gefallen, das heißt, es hat meistens sehr gut funktioniert. Quellcodeindex A61. Durchfall heißt die Anwendung. Ist zu empfehlen und sollte auch funktionieren. 17. Frage: Rheumatische Arthritis infolge von Infektionen. Hier bietet sich immer eines der auserwählten Programme von Borrelien an, und ich empfehle das Programm, was relativ weit unten steht, mit einer ALT-Nummer Borrelien, aber Sie können auch das Borrelien-Programm aussuchen, womit Sie gute Erfahrung hatten. Dann gibt es eine Frage nach Möglichkeiten zum Gilles de la Tourette-Syndrom bzw. den Gilles de la Tourette-Syndromen. Das ist eine Nervenerkrankung, mehr oder weniger wie ein Tick zu sehen. Und auch das werden Sie im neuen Setup, was ich hoffentlich heute noch am 8.1. fertigstellen kann, bekommen. 19. Frage, da ging es nach Patella-Problemen, also Schmerzen unter der Patella-Syndrome. Und dort hat der Anwender, das ist ein Arzt gewesen, der hat sehr, sehr viel sagen wir, Möglichkeiten gesucht, wo die Ursache ist, und verschiedene Diagnostik und Therapie eingesetzt und ist dann darauf gekommen, und zwar nach Kommunikation mit dem Patienten, nach der Anamnese, dass er eine Borrelieninfektion hatte, dass er dann Borrelien angewandt hat und Epstein-Barr-Virus, EBV hier im Video steht sozusagen für Epstein-Barr-Virus-Anwendung, hat diese beiden Anwendungen gemacht, und siehe da, der junge Mann mit den starken Schmerzen an der Patella, also mit den Knieschmerzen, der kam damit danach sehr gut zurecht. Es scheint also eine gute Empfehlung gewesen zu sein. Soweit also zu den vorbereiteten Fragen, die über die letzten 3 Wochen angekommen sind. Ich habe noch nicht alle Fragen beantworten können, weil es wirklich eine recht große Belastung ist, und hier an der Stelle, wir haben, reden jetzt immer noch über eine Aufzeichnung, habe ich dann die Teilnehmer gebeten, sich im Chat sich mitzuteilen, und da gab es
einige Fragen zum Elektrolyt, ob man nicht eine Übersäuerung zum Beispiel mit dem von mir empfohlenen Elektrolyttrunk erzielt. Und wir haben das geklärt, dass eine Zitrone nicht säuert, sondern basisch ist. Dann gab es eine Frage nach Schweißgeruch, ob man damit arbeiten kann. Und das habe ich mir notiert. Das wird sozusagen in den nächsten Tagen von mir beantwortet, beziehungsweise beim nächsten Workshop. Und es gab dann noch eine Frage zu einem isolierten Abszess. Dort habe ich darauf verwiesen, dass wir eine ganze Gruppe haben von Anwendungen, die Abszesse behandelt. Und ich glaube, da wird man gut damit zurechtkommen. Schließlich gab es noch eine Frage zur Anwendung des Hallux-Programms, um das zu beschleunigen, den Erfolg. Und da gibt es von mir eben den Hinweis, dass man Entzündung bzw. Schmerzprogramme, also Entzündungsprogramme oder Schmerzprogramme zusätzlich zur spezifischen Hallux-Anwendung einsetzt und man schafft damit eventuell bessere Erleichterung. Es kam auch noch der Hinweis von mir, dass man eventuell nicht nur den Fuß während der Anwendung hochlegt, also man sagt immer höher als die Blase, sondern dass man auch einmal probiert, bei dieser Hallux-Anwendung mit applizierten Haftelektroden zu arbeiten. Ja, das ist ja immer die Frage, sollte man probieren? Denn wir können uns das so vorstellen, wenn wir die Handelektroden in der Hand haben und unsere elektromagnetischen Wellen durch hoffentlich gut mit Elektrolyten versorgtes menschliches Gewebe bis zum großen Zeh, also bis zum Hallux, gelangen sollen, dann darf es unterwegs keine Abnehmer geben, die uns sozusagen die Energie wegnehmen und für sich verbrauchen. Und da könnte man sich vorstellen, dass man mit direkt angelegten Haftelektroden besser voran käme. Nur, das ist nicht immer, nach meiner Erfahrung, immer gewahrt. Es gibt also Menschen, die oder Einsatzfälle, wo es mit den Handelektroden sogar besser geht als mit den direkt angesetzten Haftelektroden. Es gibt aber den umgekehrten Fall. Man muss es also für sich im individuellen Fall einfach mal austesten, was das Beste ist. Ja, dann gab es noch eine Frage, dass jemand schon das Krampfadernprogramm schon 3 Wochen anwendet, noch keinen Fortschritt sieht. Dort bin ich nochmal darauf eingegangen, dass es sehr langwierig sein kann, bis zum Erfolg zu kommen, denn wir müssen die Parasiten treffen. Dazu wieder die Empfehlung, einfach testen mit Haftelektroden. Andererseits Verbesserung der Elektrolyte. Ja, so sah das also aus. Ich hatte mich noch gefreut über einen Beitrag, der aus Hamburg kam, dass die Makuladegeneration sehr, sehr gut vorangegangen ist bei einem Anwender, wo ich das schon wusste, dass es bei dem ca. 80-jährigen Anwender schon Verbesserungen gab durch die Anwendung von Agilcare und dort wurde weiterer Fortschritt aufgezeigt. Und das ist auch der Fall gewesen, der mich dann motiviert hat, noch engmaschiger Makuladegeneration, das Programm für mich selbst auch einzusetzen. Engmaschiger heißt mehrfach am Tag. Das habe ich dann auch getan. Und siehe da, bei mir gab es ja dann Anfang Dezember den Erfolg, den ich Ihnen schon mitgeteilt hatte. Aber ich gebe immer noch nicht auf. So, dann war die Zeit abgelaufen und ich will also auch diese Aufzeichnung nicht noch länger voranbringen und hoffe, dass ich mit dieser Aufzeichnung diese aufgrund von technischen Problemen entstandene Lücke schließen konnte und Sie, diejenigen, die nicht teilnehmen konnten am Workshop, das akzeptieren, vielleicht als Informationsquelle gut verwerten können, was ich heute in diesem Video Ihnen mitgeteilt habe.